So, so YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind Heinrich, wir sind unterwegs in unserem Dorf, wir haben gerade angefangen und die erste Prügelei schon hinter uns und Kacke hatten wir auch schon an den Händen. Ja, so schnell kann es gehen, aber wir waren schon waschen. Berans Frau möchte nicht mit uns reden und jetzt gucken wir mal hier auf der Hauptstraße, was hier so abgeht. Beran möchte auch nicht mit uns reden. Schmeißt sein Zeug aber einfach weg. Brauchst du irgendetwas? Nö, Beran. Brauch nix. Tschüss. Okay. Beran, ich brauche nix. Aber ich habe was vor, was man nämlich machen kann. Aber es funktioniert jetzt nicht. Ich dachte eher, kann ich mich schon wieder waschen? So schnell stinke ich nun auch nicht. Ich dachte, wir können was probieren, was ich gesehen habe in einem Video, aber dafür hätte ich ihn später ansprechen müssen. Händler, da vorne. Egal, wir gehen aber erstmal hier noch gucken. Schmied? Ja, wir sind dort der Schmied. Bin in einem privaten Bereich. Können wir eine Axt klauen? Schlossknacken. Nix für uns. Ich möchte bitte aus diesem Modus raus. Ich möchte nicht die ganze Zeit umherschleichen. Was haben wir hier hinten in der Scheune? Auch nix. Und hierhin waren wir schon, nicht? Das ist das Feld. Okay, ich glaube, dann können wir vorne zu den Händlern gehen. Und mal gucken, was die so haben. Und nebenbei können wir noch Hallo Lytro sagen. Der jetzt auch im Chat mit dabei ist. Ihr könnt nämlich auch live im Twitch-Chat mit dabei sein. Und zugucken, wie ich mich die ganze Zeit an Trögen wasche, alle 3 Meter. Um dann herauszufinden... Willkommen, Heinrich. Willkommen. Hallo. Hallo. Unhöflich. Ja, du redest doch nicht mit mir. So, was ist die Händlerin? Er schreit auch. Und den Beutel nicht bemerkt haben. Dabei ist er mitten auf der Straße gelegen. Dieses Mal. Am Ende gleicht sich alles aus. Er schreit auch. Grüß dich, Heinrich. Hallo. Okay, gehen wir erstmal zu diesem Händler, oder? Grüß dich. Grüß dich. Händler, lass uns handeln. So, was können wir Ihnen denn verkaufen? Was kann der überhaupt? Brezeln, Gegenmittel, Hasenfleisch, Karotten, Schneidebrett, Wein, Zwiebel, Verband, Steinpilze, ja, nichts, was wir brauchen, nicht? Fackeln, wobei Fackel halbwegs interessant wäre. Okay, was können wir ihm verkaufen? Wir haben 52 Äpfel dabei. Das ist ein bisschen sehr viel, nicht? In dem Warenkorb verkaufen wir so, weiß nicht, erstmal 40. Und der, aber wartet, er zahlt 0,1 dafür. Für den Käse 2,2, okay. Ja. Ich möchte erstmal den Laden verlassen. Wir möchten erstmal Gegenangebote machen. Du bist Schmied. Bänder, Leinen und Seide. Schneidersets. Ja, das da. Jetzt, da ich es sehe. Das wär's dann. So, sie hat noch. Lass uns handeln. Wir wollen mal gucken. Brot bringt hier mehr, nicht? Aber sie kauft dafür nicht alles. Aber Äpfel trotzdem nur 0,1. Also was? Und haben wir noch einen anderen Händler hier oben? Da können wir, glaube ich, irgendwas spielen. Ich glaube, ihn hier. Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Was können wir ihm verkaufen? Äpfel auch nur 0,1. Okay. Käse 2,8. Oh, seht ihr? Käse 2,8.
Man muss durchaus doch die Preise vergleichen, nicht? Zwiebel 03, die habe ich schon für 05, glaube ich, gesehen. Aber Käse 2,8 ist schon nicht schlecht. Ich glaube, die Taverne hat doch auch eine Händlerin, nicht? Aber da löse ich auch Quests aus, wenn ich hingehe. Kessel zum Kochen, Körbe für den Einkauf und Schönen Fackeln Tag. Für die Nacht. Guten Tag. Ich habe alles. Lass uns handeln. Was können wir dir verkaufen? Gut, du willst wirklich nur Kleidung kaufen. Macht auch Sinn. Was willst du? Wie geht's? Der sieht schon verschlagen aus. Dem vertraue ich nicht. Der will nur Waffen. Äpfel würde er nehmen. Käse 2,5. Kohl 0,3. Ah, hier könnten wir zum Beispiel eine Axt kaufen. Oder ein Fleischermesser. Aber 13,3 Gold. Wir haben natürlich 0. Niemals. Ob in der Küche oder auf dem Feld. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wolltest du? Du wolltest auch nur 2,5 für den Käse, ne? Gott sei mit dir. Verkaufen. 2,2 sogar nur. Okay, das heißt, bei ihm packen wir erstmal nur die Äpfel in den Warenkorb. War 42, dann haben wir 10 Äpfel, das reicht locker. Bei den anderen Sachen, ich glaube, die wollte auch keiner haben, nicht? Die können wir hier auch verkaufen. Wir müssen darauf achten, der Händler hat nur 80 Vermögen. Löwenzahn können wir auch weghauen. Ringelblumen können wir auch weghauen. Wir kriegen schon 8 dafür. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Start. So, und dann gehen wir in das Falschen. Warenkorb prüfen. Und jetzt wollen wir falschen. Reden wir über den Preis. Ja, über Warum den nicht? Preis. Okay. Mit W und S können wir das so ein bisschen einpendeln, bestätigen mit E und wir müssen so ein bisschen den Händler, nicht, uns gut stellen damit und unten sehen wir, ob wir übertrieben haben oder ob es nicht geht. Ja. Es kann nach hinten oder nach vorne losgehen. Das heißt, wir würden jetzt 8,2 kriegen. Und würde ich so auf 9 ist schon ziemlich frech, nicht? Das ist fast 50%. Ich gehe mal auf 8,8, 8,7. Einverstanden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Ah, das klingt doch ganz gut. Er geht auf 8,4. Moa ist neutral. Dann machen wir 8,5. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Sehr gut. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Oh, und wir haben Hunger. Warum soll ich... Ich wollte mich nicht hinhocken, ich wollte was essen. Dann essen wir noch ein Brot. Nahrung hat durchaus auch einen Zustand und verfällt, nicht? Die Brötchen haben nur noch 91, aber die verfallen auch langsamer. Vielleicht erstmal nur eine Karotte essen. Und irgendwo sieht man, wie satt man ist. Sattheit 51, okay. Und eine Suppe gibt wie viel Sattheit? 8. Was ist dein Begehr? Echt? Die Linsensuppe gibt nur Sattheit 8? Ja, wow. Okay, und dazu noch ein Brötchen. 68 sollte reichen, oder? Mit euch kann ich nicht handeln, ne? Maruna und Co. Dann den Rest verkaufe ich bei ihr vielleicht. Lass uns handeln. Ja, ja. Kuh, weg mit dir. Wir haben noch sehr viele Karotten, die können weg. Aber sie zahlt doch schlecht, nicht? Ja, sie zahlt schlecht. Okay, dann machen wir es beim Köhler. Wir müssen nämlich Kohle kaufen. Ich guck mal ins Questlog. Ich lasse mich schon wieder ablenken, nicht? Hauptquest. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Bla bla bla. Unerwarteter Besuch. Info. Optional trifft dich mit den Jungs bei Kunisch. Das machen wir. Bier im Wirtshaus. Parierstange. Treibe Kunisch Schulden ein. Wir müssen eh zu Kunisch. Kauf einen Sack Kohle auf dem Markt. Einen Sack Kohle müssen wir kaufen. Okay.
Und wir sollen uns zum Schwertkampftraining begeben. Aber warum steht da 10 bei einem Sack Kohle? Egal, wir versuchen's. Ist oder sind 10 ein Sack Kohle? Weil ich meine, das wiegt ja nix. Warte. Jetzt halt. Da steht, kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. 0 von 10. Also muss ich 10 kaufen, oder? Das habe ich echt vergessen. Nicht, dass ich 10 kaufe, war eine Parierstange, ein Bier. Das ist mir klar. Tja. Ich würde das so sehen. Dann machen wir es einfach so. Würde uns 5 kosten. Wir haben das Geld schon. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir verkaufen ihm noch den Käse, weil er zahlt echt viel dafür. Dann kriegen wir nämlich schon Geld von ihm. Das ist super. Die rote Beete können wir auch noch weghauen. Die wird eh bald schlecht. Die Zwiebel wird schlecht. Der Kohl wird schlecht. Und die Karotten werden genauso schlecht. Dann kriegen wir 16. Der Händler hat eh nur 20. Ja, also dem sollte ich eh nicht so viel verkaufen. Deswegen sagen wir Warenkorb prüfen. Und wir wollen nochmal falschen. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Da müssen wir also vorsichtig sein. So, wir gehen mal auf 19, 18, 5. Ich glaube, der ist ziemlich schnell pissig, der Typ. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Jetzt gucken wir unten. Oh, wir haben schon fast übertrieben. 17,5. Können wir auf 18? In Ordnung. Jawoll. Das heißt, wir haben jetzt 10 Kohle und trotzdem Geld bekommen. Das heißt, wir haben schon 26 Gold. Wir sind reich. Pöbel. Pöbel seid ihr alle. Pöbel. Ich hab das Gold. Okay, kaufe einen Sack Kohlen auf dem Markt. Haben wir geschafft. Der Deutsche. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, du hast dein Haus noch nicht gesehen, oder? Da holt er Wasser fleißig hoch aus dem Brunnen. Finde ich schon echt cool, wie das umgesetzt ist, nicht wahr? Also für damals auch schon sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch einen Laden. Gott sei mit dir, Heinrich. Gute Gesundheit. Ich glaube, den habe ich die letzten Male übersehen. Dann viel Glück. Okay, die Holzkohle können wir nicht verkaufen. Brot und Brötchen auch nicht. Äpfel vielleicht auch noch nicht. Was können wir denn kaufen bei ihr? Äpfel, Augentrost, Birnen, Brezeln, Brot, Brötchen, edler Wein. Ja, da wären wir schon... Kommen wir der Sache näher. Die kauft aber auch Kräuter, wie es aussieht. Oh, hätte ich das gewusst. Verband, Zwiebel, Wein, Trockenobst, Trinkwasser, Steinpilze. Ladenwache. Okay. Das ist ein Bereich, in den wir nicht rein sollten. Hier steht lustigerweise nirgendwo... Doch, da unten steht stehlen. Ich wollte gerade sagen, warum ist das eigentlich nicht rot? Es müsste ja stehlen lauten. Ja. Aber hier gibt es noch eine Tür nach oben. War hier jemals oben? Schloss knacken. Ja, aufs Dach, da falle ich bloß runter. Das lassen wir mal schön. Wo wohnt eigentlich dieser Kunisch? Hier ein Taumenschlag. Bist du Kunisch? Ja. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Dein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich! Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger.
Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Okay. So, wir haben Stand. Stand können wir aber nicht einsetzen. Wir haben Gold. Gold können wir nicht einsetzen. Wir sind nicht so stark. Können wir nicht einsetzen. Schulden gehören beglichen. Haben wir nur eine 3. Vater wird dir einen Besuch abstatten. Das wäre neutral. Ah. Der kennt nur eine Sprache, oder? Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn. Oha. Kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. War mir eine Freude. Boah. Ah ja, der war echt gut, nicht? Ich bin so schlecht im Schlagen. Hundling! Ich weiß auch nicht mehr, wie man blockt. Ich glaube, mit Q. Was ist los? Keine Eier mehr? Ich drücke immer F, aber er ist schneller. Er kann echt gut ausweichen. Ich hab doch auch F gedrückt. Du. Ah, er kann das einfach so viel besser. Ich hab auch F gedrückt. Ich will zuerst. Faustkampf auf jeden Fall aufgelevelt. Wichtig. Jawohl. Jetzt haben wir uns befreien können. Schön mit den Rücken an die Wand bringen ihn. Jawohl, da kann er nicht weg. Stärke. Ah. Schied dir recht, du Lümmel. Tja. Dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Okay. Wir sind auf jeden Fall verwundet. Wir haben uns geprügelt, aber unsere Stärke ist auf jeden Fall gestiegen. Aber jetzt gehen wir mit eingezogenen Schwanz zurück. Und müssen uns erstmal verarzten lassen. Und eine Rüge abholen. Wie können wir uns denn nur prügeln? Ja. Unsere Ohren puckern richtig. Man hört's. Du, 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 du. Ja, wir gehen lieber nicht zu ihm. Wir kriegen schon dein Zeug. Keine Sorge. Mama, Mama. Der hat mich gehauen. Mutter. Mutter! Ich blute. Es hört nicht auf. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Wir sehen aus wie... Ja, wie auf der Schlachtbank, nicht wahr? Wir haben auch noch Hunger, glaube ich, nicht? Sattheit 66... Dann würde ich sagen, essen wir nochmal aus dem Topf. 91 Sattheit. Ja, das ist besser. Mit vollem Magen kämpft sich auf jeden Fall besser. Aber es hat unserer Stärke sehr gut getan. Aber wir waschen uns mal lieber nochmal. So, sehen wir halbwegs... Oh. Sehen wir halbwegs okay aus? Ja. Sieht doch wieder gut aus. So können wir uns unter die Leute wagen. So, so. Der kleine Kacker wollte also nicht unser Werkzeug rausrücken. Oder das Geld dafür. Jetzt nehmen wir uns beides, würde ich sagen. Er hat es so gewollt. Ich muss auch sagen, die letzten Male bin ich pazifistischer durch dieses Spiel gegangen. Und war immer sehr gnädig und in einem Baum. Sehr lieb und so. Ja, aber da wirft einem das Spiel durchaus oft auch Stecken
in dem Weg und lässt einen ablocken, sodass man dann noch rabiater vorgehen muss. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, so eine Grundrauheit mitzubringen. Ich glaube, du bist doch der Schwertkämpfer, oder? Ne, nur Dorfbewohner. Johanka, Hallöchen. Ah. Was hast du hier zu schaffen? Du siehst aber auch, gibt es ein Problem? Ja. Sieht auch nicht gesund aus, oder? Oh, hier haben wir noch Leute. Die haben wir noch gar nicht begrüßt. Wo kommt denn dieses Feld her? Wir sind doch alles abgelaufen. Oha, da hinten brennt's. Ach, die Köhlerei. Okay. Wen haben wir denn hier? Dorfbewohner. Hans. Ach so, jetzt arbeitet ihr hier. Was, sollte ich nicht die Jungs bei Kunisch treffen irgendwie? Jetzt arbeiten sie hier. Können wir noch... Ah, hier, Salbei. Den hatten wir noch gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen Kräuter sammeln tut immer gut. Wir müssen noch mal skillen. Ich habe noch gar nicht geskillt. Wir haben jetzt so viele Punkte bekommen. Wir haben noch was bei Redekunst frei. Wir haben noch was bei Stärke frei. Wir haben ganz viel bei Kräuterkunde frei. Sehr schön. Später im Spiel gibt es auch Tag und Nacht, nicht? Aber hier im Tutorial-Bereich, sage ich mal, ist alles immer gleichmäßig. Viele rennen hier auch einfach nur durch. Also man kann das durchaus in 2 Minuten den Tutorial-Bereich verlassen. Aber ich finde, er gehört zum Spiel und gibt einem auch viele Möglichkeiten, genug sich nochmal ins Spiel einzufinden. Bevor man rausgeht. Kräuterkunde nochmal erhöht. Okay, ich glaube, das ist der richtige Level. Wir haben den Kampfplatz erreicht. Um mal zu gucken. Nicht C. Ich will mal C für Charakter. Was ist denn hier Charakter? Komme ich auf Spieler? K, Charakterbogen. L, nee. K und E ist seitlich drehen. Warum ist das nicht Q und E? Gut, weil das auch die Maus macht, ne? Deswegen braucht man das eigentlich nicht. Was haben wir hier? Kamille. Oh. Okay, aber wie kommt man in den Charakterbogen? N? N. Tutorials, ja. M. Karte. Oh, hier ist die Großansicht der Karte, ne? Noch haben wir halt nichts freigespielt. Hier ist der Kampfplatz, das würde ich machen. Da ist unser Schleifstein. Parierstange müssen wir abholen. Da hinten müssen wir. Bei F sind die Jungs. Und Schwerkampftraining, da müssen wir mit ihm erst reden. Alles klar. X können wir pfeifen. U. Nee. Z. O. P. P. P geht zu Player. Okay, P für Player, Spieler. Eine 1:1 Übersetzung. So. Was haben wir denn? Statistiken gibt es nicht. Allgemein 5,5 Tage gespielte Zeit. Gespielte Zeit in dem Durchgang 1 Stunde. Gesammeltes Gold 26,5 Groschen. Ja, verzehrte Nahrung 6. Übersprungene Hindernisse 3. 3 Kilometer gelaufen, gerannt, bla, betrunken wie oft. Also hier ist auf jeden Fall ein Fest. Quest abgeschlossen, Dialoge, Groschen durch Falschen gespart. Pipapo, gesammelte Kräuter 6,2 Kilo schon. Glücksspiel, Ruf in Scarlet, das 91, Bass, Fertigkeiten und ja, Taschendiebstahl gibt es, Trinkfertigkeit, Schlösser knacken, reparieren, reiten, lesen, Kräuterkunde, Jagen und Hundeflüsterer. So, und wir sehen hier durchaus, aktuelle Stufe ist 4 vom Kräuterkunde, aber wir haben noch keinen Punkt da drauf, also können wir uns noch keine Spezialisierung wie das Blumenkind, das Pferdekraut, den Botaniker oder das Kreuzheben leisten. Das kommt dann erst mit, weiß nicht, alle 5 Stufen oder so. Dachte vielleicht schon ab 4 oder wir haben schon 5.
Genau das gleiche hier beim Kampf. Aber wo wir durchaus einen Punkt haben, ist die Hauptstufe und die Stärke. Und das gibt so Sachen wie Energie, Ausdauer, Gesundheit, Sattheit. Das sind unsere Zustände. Dann haben wir Geschwindigkeit, Geräusche, Auffälligkeit, Sichtbarkeit. Das wird hauptsächlich aber auch durch unsere Kleidung gesteuert, nicht wahr? Aber wir können natürlich auch mit Grundwerten das erhöhen. Die sind hier unten ja auch alle aufgeführt. Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Wenn die, glaube ich, später rot oder grün sind, dann geht das über Kleidung. Und jetzt ist das alles noch Default, nicht? Unsere Kleidung hat weder was Positives noch was Negatives. Wir haben einfach Leinensäcke an. Ja, Redekunst können wir uns verbessern. Da sind wir bei auch erst Level 3. Vitalität Level 1, Agilität Level 1, Stärke sind wir aber Level 2 und dann kriegen wir einen Stärkepunkt und den können wir zum Beispiel ausgeben für Huckepack. Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer, zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Tragen wir viele Leichen umher? Oh, glaube nicht. Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Wenn wir ein Schild haben? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Schildkämpfer. Bin eher so entweder zweihändriges Schwert oder eher Axt. Oder vielleicht noch ein Bastardschwert, nicht so ein Halbhänder. Aber so richtig mit Blocken, Schlagen, das ist eher nicht so meins. Von daher nicht interessant für mich. Wir können den Punkt aber auch sammeln und später zum Beispiel auf den Packesel packen. Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Aber da brauchen wir minimale Stufe 4. Nicht? Wir haben Stufe 3 oder so davon oder 2. Das dauert also noch. Hauptstufe sind wir auf 2. Da können wir auch viel vergeben. Da gibt es auch einige Sachen. Speer, Erste Hilfe, Dorfheld, Schönling, Rohling, Güldene Zunge, Gelehrter, Akrobat, Speer, Naturbursche, Bürger, aufgedreht, Speer in verschiedenen Stufen, Erste Hilfe in verschiedenen Stufen, Frischluft nach dem Kerker. Und wir könnten aber Asket zum Beispiel nehmen, könntest 30% länger ohne Essen auskommen und hungerst, sind die negativen Auswirkungen auch noch reduziert. Das Leben ist hart, du stammst aus ärmlichem Verhältnis und bist den Komfort bequemer Bett nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Und umgekehrt. Und das Umgekehrt ist natürlich schlecht, nicht? Der Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass die anderen dich leichter bemerken und deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30% verringert ist. Finde ich auch nicht geil. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nach 20% schneller, tagsüber aber 10% langsamer. Ist so eine Sache, man kann fast gar nicht beeinflussen, ob man viel nachts oder tags unterwegs ist, weil der Tag später sehr schnell sich im Kreis dreht und manchmal dauert eine Aufgabe sehr lange und dann hat man vielleicht genau das Problem, dass man die Ausdauer bräuchte und sie dann nicht hat. Und Speer erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen 10% erhöht. Ich würde sagen, hier, das mit dem Essen ist das Beste, was wir jetzt lernen könnten. Und ich würde sagen, wir lernen es auch erstmal. So, dann müssen wir nämlich nicht so viel Essen einsetzen, das ist schon mal gut. Haben wir das schon mal geklärt? Jetzt ein bisschen mehr Salbei sammeln, dass wir da auf Stufe 5 kommen. Kriegen wir da nämlich, glaube ich, auch unseren nächsten Punkt, den wir ausgeben können. Das geht ja relativ schnell. Außerdem können wir den Salbei noch verkaufen und vielleicht schon eine Waffe uns holen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob wir die alle nach dem Tutorial verlieren. Nur gewisse Sachen nimmt man mit. Und wir kriegen, glaube ich, gerade so 15 Gold zusammen. Das würde also gerade für das kleine Taschenmesser oder so reichen. Ich meine, besser als nichts, davon mal abgesehen. Na komm, Level auf. Und dieses war eins der wenigen Spiele, wo mich das Hinknien und Sammeln irgendwie nicht genervt hat, weil das ganze Spiel so ein bisschen entschleunigend wirkt. Und das fand ich sehr, sehr schön damals. Und auch heute noch, dass es nicht so Hektik
hier da Baba Deng Dong Gong und durch ist, sondern dass man wirklich in der Welt leben kann. Man kann die Aufgabe machen, man kann aber auch einfach mal Kräuter sammeln, nicht? Und das fand ich immer sehr angenehm. Und dann ist so eine Animation, wie er es macht, auch irgendwie cool. Und die ändert sich ja auch mit Level und Co. Und irgendwann wird man ja auch besser. Und das fühlte sich alles irgendwie richtig an. So, endlich. Spezialisierungspunkt verfügbar. P. Wartet, P da. Fertigkeiten. Kräuterkunde. So, was können wir lernen? Blumenkind. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Aha. Oder Pferdekraut. Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Beides wichtig. Später gibt es noch den Botaniker. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Das ist auf jeden Fall mein Ding, aber Minimalstufe 10. Also noch weit entfernt. Und Kreuzheben. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleiste. Auch nicht schlecht, nicht? Ich würde sagen, aber Blumenkind auf jeden Fall ein sehr geiler Skill, den ich mir holen möchte. Und dadurch haben wir jetzt, weil wir genug Kräuter dabei haben, ein Charisma von 8. Was uns für Gesprächen und andere Sachen gleich helfen wird. Das hätte uns vielleicht auch bei dem Typen geholfen. Habe ich nicht dran gedacht, dass wenn ich den anrede, den Kunisch, dass es gleich zum Kampf kommt. Aber ich glaube, der ist so oder so so rabiat, dass es ihn nicht interessiert. Ja, wir können auch noch Brennnesseln sammeln, nicht? Also es gibt hier genug Möglichkeiten, eigentlich Geld zu machen am Anfang. Und irgendwann fängt er auch an, genau, Haufen einzusammeln und nicht mehr Einzelpflanzen. Ich glaube, das Level haben wir jetzt erreicht, dass wir hier relativ gut Gebiete abernten. Und das ist natürlich eine schöne Sache, genau wie über Zäune hüpfen. Ich glaube, wenn ich die hier nämlich jetzt in der Mitte anvisiere, müssen wir die links und rechts auch einsammeln. Ja. Und nicht mehr Einzelpflanzen. Dadurch können wir Felder schneller abernten und kriegen fürs Verkaufen auch mehr, weil wir mehr zum Verkaufen haben. Wir sind schon wieder relativ voll. Sollten wir also auf jeden Fall loswerden. Oh, ich komme immer nicht an den Pflanzen vorbei. Es ist so schlimm, oder? Es ist wie so eine Sucht. Noch diesen einen Salbei. Nur noch diesen Salbei. Weil der in der Mitte von 20 Salbei-Dingern ist. Oh, hier nur noch diesen Salbei. Ja, ja, da meckert doch nicht. Ja, was gibt's denn da? So, und die kann man auch ein bisschen ärgern. Die rennen nämlich immer vor einem weg. Ja, rennt. Oh, wenn wir die in die Stadt treiben, geht das? Angriff! In die Stadt! Jawohl. Hier können sie nicht weiter. Wir haben sie. Ausgetrickst. Ja, hier stehen sie einfach jetzt. Ja, hier bangen sie. Hier ist eine künstliche Mauer für sie. Naja, meckert nicht. So. Mit ihm können wir nicht reden. Mal hat dir nicht gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Oha. Na, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Aber dann gehen wir jetzt erstmal die anderen Sachen erledigen. Warte mal, wir sollten uns irgendwo mit unseren Jungs treffen. Hier. Wo sind denn die? Da!
Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Gott schütze dich, Heinrich. So. Oh, was ist das denn? Johanniskraut. Ah, gut. Kann man auch nochmal mitnehmen. Und ein bisschen Baldrian. Beruhigt die Nerven. Kamille für einen Tee, für später. Ach, so viele Blumen. Es ist so eine schöne Wiese. So ein schönes Dorf. Auch lustig, nicht? Ich gehe quasi nur hier hinten hin, hole die Kräuter und verkaufe sie den Händlern, die hier im Dorf wohnen. Ja, gut. Andere würden frech sagen. Ich nenne das Geschäftssinn. Und noch eine Stufe Kräuterkunde. Oh. Immer schön mittig. Da nimmt man nämlich alle jetzt mit. Das reicht auch. Wir duften eh schon sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, erstmal zu unseren Leuten. Hey, Pip, willst du was lernen? Nö. Ja, mit dir reden wir später. Danke. Oh, ein Kartenspiel. Nicht Kartenspiel, Würfelspiel. Und da kommt Gregor rein. Gregor ist auch leidenschaftlicher Glücksspieler. Okay, wir können jetzt was setzen. Wir wollen natürlich nicht so viel setzen. Wir zahlen mal 2 ein. Dann viel. Okay. Mal sehen, wem die Glücksgöttin hold ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. So, man musste 4000 erreichen. Wartet mal. Passen. Würfel beiseite legen. Das ist so ein bisschen wie Kniffel gewesen. Punkten und fortfahren. F. Jetzt haben wir nämlich 600. Und ich glaube, wenn wir den noch beiseite legen und dann kriegen wir nämlich 100 dazu. Ich glaube, der gibt auch nochmal Punkte hier, oder? Ja. Und dann sagen, könnten wir den nochmal würfeln. Und wenn der aber nicht eine 1, 5 oder... Ja, dann ist vorbei, nicht? Deswegen sage ich Punkten und passen. Und dann haben wir 750 Punkte. Hast du, da muss man erst reinkommen in dieses Spiel. Hier hat er 5. Aber jetzt wird's was. Und wenn er sich nämlich überreizt, hat er gar nicht. Das war's. Kein Glück heute. Kein Glück heute. Okay, wartet. Ich würde nur die 1 nehmen. Da ist für jeden was dabei. Und dann nochmal Punkten und passen. Punkten beiseite legen. Punkten und fortfahren. Ja. Okay, fortfahren war das Richtige. Nicht fortfahren, aufgeben. Oh oh, hier ist nichts. Wie viel gibt das hier? Es gibt gar nichts, eine 6. Okay, das ist schlecht. Wir haben wenigstens eine 1. Okay. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, hat er schon recht. Für die Augen und das Weibsvolk. Okay, ich würde sagen, wir überreizen das nicht und sagen Punkten und passen. 300 reichen uns. Wir haben 1050, er hat 0. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben nur 2 Taler gesetzt. Also wir werden hier nicht reich werden dadurch. Kommt und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht, ob daheim oder bei der Arbeit. Mal sehen. Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Schuhe. Okay. Man kann es nicht erzwingen. Jetzt sind wir endlich dran. So, oh, das ist ein sehr, sehr guter Wurf. Ich glaube, wir können alles behalten.
900. Ja. Und dann können wir nämlich direkt nochmal weitermachen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht überstrapazieren. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier und die 200. Dann haben wir nochmal 400 und sagen 1300 in dem Run. Da haben wir schon 2350 von 4000. Das war's. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, jetzt hat er auch mal Punkte. Aber er kann sich noch verzocken. Er nimmt die 1. Mal sehen. Er kann durchaus mit einem Wurf 4000 kriegen. Also, das ist, wenn du mit allem alles kriegst. Also quasi wie beim Kniffel, Kniffel, ein Pasch oder eine Straße. Dann stehst du schon sehr, sehr gut da. Die 5 waren 50, oder? Ja. 400. Lass ich. Die einzelne Zahl nochmal würfeln ist zu riskant. Aber er holt auf. Das ist nicht gut. 2750 zu 1000. 2000 hat er, wenn er durchzieht. Boah, hat der auch noch ein Glück, Alter. Gibt's doch nicht. Aber jetzt nun wird er da eine 5. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Mal sehen. Boah, er zieht gerade richtig durch. 1550. 2300, jetzt hätte er gewonnen, wenn er noch 100 macht oder 200. Hat gewonnen. Großartig. Tja, so schnell kann es in diesem Spiel gehen. Und da haben wir verloren. Tja, ich würde sagen, nach diesem Ereignis gehen wir mit gesunkenem Haupt umher und werden in der nächsten Folge uns das Bier holen. Das haben wir dringend nötig. Bleibt dran, bis gleich. Und tschüss.